Wie lautet deine Aufgabe? Es klingt aber so, als ob die Gegner patrouillieren würden und nicht respawnen. Vita Mortis. Du trägst schon Handschuhe. Es tragen eigentlich alle Handschuhe mittlerweile. Also ja, wir haben einen immer vollen Beutel. Da können wir jetzt die Remo Harz Panzer unterbringen. Ist etwas nicht in Ordnung? Vita Mortis Kaya. Vita Mortis Kaya. Wie kann ich helfen? Gewiss. Also das Geflatter kommt aus der Richtung. Dann gehen wir doch mal in die Richtung gucken. Hier geht's auf jeden Fall nach oben. Okay, die prügeln sich. Da hängt ein Toter. Ja. Hm, wie nett. Also ja, es ist mal wieder Zeit für den Feuerball. Dein Befehl? Spür meine Stelle, eine Klinge! Erst die Harpien, die sind gefährlicher, weil die verwirren können. Euer Leben ist verwirrt! Okay, den Würmer können vergiften, ist die andere Seite der Geschichte. Ja, gewiss. Ist der Aufgehangene jetzt weg? Habe ich den mitgebrutzelt oder was? Sag was du gewiss. Okay. Meister der Verlockung, also ja, da ist es der Lore Master. Und die Treppe ist im Eimer. Okay. Was? Ach, ein Nashornkäfer nur. Nashornkäferpanzer. Dein Biff sofort. In diesem verfallenen Bauwerk befindet sich der Mechanismus, mit dem man das Haupttor senken und heben kann. Der Mechanismus ist verrostet und scheint nicht reparierbar zu sein. Ja, was erwartet man auch hier? Gehen wir mal hier hoch. In Ordnung. Okay, hier gibt es südwestlicher Turm und nordwestlicher Turmbereiche. Okay. Tempel von Helm. Oh. Einverstanden. Der Grund dieses Brunnens geht in der Schwärze der Tiefe unter. Gehen wir mal den Tempel erst angucken. Hi. Okay.
Es würde mich nicht wundern, wenn hier das Zeug mit Fallen versehen ist. Das ist leer. Das Manuskript des Hochhüters. Der Einband dieses Buches besteht aus zwei schweren, stumpfen Bronzeplatten. Der Buchrücken selbst aus halb verrotteten Handschnüren, welche die Seiten und die Buchdeckel zusammenhalten. Obwohl das Buch von Spinnenweben überzogen ist und die Bronze der Buchdeckel bereits von Grünspan befallen ist, scheint der Text die langen Jahre überstanden zu haben. Mhm. Okay. Ja, in Ordnung. Es kann sein, dass wir irgendwas... Oh, hi. Sag, was du von mir willst. Wir müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Vorwärts! Okay, müssen wir warten, bis Elana wieder aufgetaut ist. Wie kann ich es soll geschehen? Oh, und Lunastra ist auch. Oh, Lunastra ist sogar gefiert. Dein Befehl? Ja. Ich kann doch furchtbar, oder? Ach, das hebt das auch das Chaos aus? Auf, was auf ihn gesprochen ist. Wie kann es soll geschehen? So, Tag. Okay, verschlossen. Dann reden wir mal mit dem Lohmaster. Meister der Verlockung. Seid mir gegrüßt, Reisende. Seid im Burg Maluratec willkommen. Ich bin euer Gegenspieler. Wir haben keinen Streit mit euch, Geist. Hat dieser Gegner einen Namen? Tretet zur Seite, bevor ich euch zerstöre. Ich habe keine Zeit, mich mit einem Wesen eurer Art zu unterhalten. Lebt wohl. Wir haben keinen Streit mit euch, Geist. Nun, da gibt es beispielsweise unsere Meinungsverschiedenheit. Von welcher Meinungsverschiedenheit spricht ihr da? Ihr werdet zu der Ansicht kommen, dass jetzt die Zeit gekommen ist, die Gastlichkeit dieser Burg zu verlassen. Und ich werde mich mit all meiner Macht entgegenstellen. Warum wollt ihr derartiges tun? Ihr müsst die Herausforderung annehmen. Ihr müsst beweisen, dass ihr würdig seid, die Mäntel von Helden zu tragen. Wenn ihr erfolgreich seid, dürft ihr gehen. Wenn nicht, sterbt ihr hier. Ist das ein blöder Witz oder was? Nun gut, wir nehmen eure Herausforderung an. Ich habe keine Zeit, mich mit einem Wesen eurer Art zu unterhalten. Lebt wohl. Ist das ein blöder Witz? Manche würden es so wohl so nennen, doch das macht unsere Situation auch nicht unbeschwerter. Euer Ziel ist klar, es liegt an euch, es zu erreichen. Könnt ihr uns einen Hinweis auf unsere Aufgabe geben? Dafür werdet ihr bezahlen, Geist gut. Könnt ihr uns einen Hinweis geben? Im Norden, Osten, Süden und Westen. Das Fegefeuer gibt in vier Türmen seine Kraft zum Besten. Ernährt die vier Geister an ihrer Quelle oder ihr rührt euch nicht von der Stelle. Wie bitte? Die Erde erwärmt sich, die Sonne steigt gen Himmel empor und niemand bringt ein Wort der Klage für vier Tote hervor. Lasst sie in Frieden, warnt der verrückte Fürst sie alle. Und vertilgt meine Worte des Preises auf jeden Falle. Ich verstehe. Kehrt hier zurück, wenn ihr die Aufgabe erfüllt habt. Und dann werdet ihr in diese tragischen Hallen eingelassen werden. Okay. Aufgaben. Die Herausforderung des Meisters der Verlockung. Wir haben uns mit einem seltsamen Geist unterhalten, der sich in der Nähe des Eingangs zum Bergfried der Burg aufhält. Er hat uns darüber informiert, dass es nur eine Möglichkeit gibt, diese Ruinen wieder lebend zu verlassen. Offensichtlich müssen wir ihm beweisen, dass wir würdig sind, die Mäntel echter Helden zu tragen. Was das auch immer heißen soll. Der einzige Hinweis, den er uns gegeben hat, war folgendes Rätsel. Im Norden, Osten, Süden und Westen. Das Fegefeuer gibt in vier Türmen seine Kraft zum Besten. Er nährt hier vier Geister an ihrer Quelle. Und ihr rührt euch nicht von der Stelle. Die Erde erwärmt sich, die Sonne steigt täglich in den Himmel empor. Und niemand bringt ein Wort der Klage für vier Tote hervor. Lasst sie in Frieden, warnt der verrückte Fürst sie alle. Und vertilgt meine Worte des Preises auf jeden Falle. Er hat uns mitgeteilt, dass wir zurückkehren sollen, sobald wir unsere Aufgabe erfüllt hätten.
Er würde uns dann in den Bergfried einlassen. Gut. Dein Befehl. Vorwärts! Also ja. Gibt's hier gleich wieder Bombardierkäfer? Nicht Bombardierkäfer, Bohrkäfer. Komme ich auf Bombardierkäfer? Also ja, ich muss. Da komme ich aber nicht hoch. Die Treppe ist kaputt. Weiter. Kannst du uns mit dem Rätsel helfen? Habt ihr nicht genug? Ja. Robert, was wisst ihr über diesen seltsamen Geist, der sich in der Nähe des Nordtors aufhält? Also er jammert uns nur wieder voll. Hey, ihr habt also die meisten der Verlockung getroffen. Was? Seid vorsichtig. Er ist verschlagener als ein Fuchs im Winter. Was wisst ihr über ihn? Über den Meister der Verlockung? Nun, ich weiß eigentlich nicht wirklich... Ich weiß eigentlich wirklich nicht mehr als ihr. Ich habe ihn nur gesehen, wie er in der Nähe des Tors herumschwebt. Seinen Namen habe ich von anderen Abenteurern gehört. Das ist alles. Ich habe noch ein paar Fragen an euch. Ja, das kennen wir alles. Dann die Robert. Und hallo, neue Harpier. Ich wasche mir meinen Bart in deinem Blut. Ja. Sag, was du von mir willst. Mich hat schwer erwischt. Brauchst du mich? In Ordnung. Mich hat schwer erwischt. Bereit zu neuen Taten. Warum? Schau mir ruhig zu. Oh! Spür meine stählerne Klinge. Oh! Brauchst du mich? Ach, sie ist krank. Deswegen verliert sie jetzt gerade. Oh! Oh! Ja? Bereit zu neuen Taten. Okay. Oh! Au. Ich höre. Was? Ich bin hier. Wie kann ich helfen? Kann ich helfen? Ja, du kannst das dann mal auf sie sprechen. Vita Mortis. Dein Befehl. Einverstanden. Also hier haben wir... Oh. Das war gefaked. Auch gut. Also ich nehme mal an, wir müssen erst alle vier Türme abklappern. Aber gehen wir erstmal hier hoch zu den Türmen. Einverstanden. Okay, das hier ist nicht gut. Was ist los? So soll es geschehen. Entweder ist es eine Falle. Harald. Okay. Heiliges Symbol des Helms. Ja, sofort. Was? Noch mehr Geister, die Harald heimsuchen? Wer ist da? Spreche ich im Schlaf? Bin ich wach? Das ist doch kein Traum. Ist das etwa ein Traum? Schön, euch zu treffen, alter Mann. Ich bin Benno hier. Wie lautet euer Name? Er hat gerade gesagt, dass er Harald heißt. Ich bin ein Mann der Gerechtigkeit. Als ich noch einen Namen hatte, nannte man mich Harald. Ich war ein heiliger Krieger, wisst ihr? Ich war ein Paladin Tyrs. Ja, eins war ich das. Was ist passiert? Im Grunde meines Herzens wusste ich, dass es wegen des Geldes war. Deswegen kamen wir hierher. Dabaf. Ich wusste es. Ich habe mir selbst etwas vorgelogen, mir eingeredet, ich würde ein nobles Ziel verfolgen. Ich weiß nicht, wie ich mehr belogen habe. Mich selbst oder meine Kirche? Sollten Paladine es nicht eigentlich vermeiden, sich Gier zu ergeben? Wer ist Davard? Der arme Davard. Ich denke, er war mein Freund. Hatte ich überhaupt Freunde? Nun, er war mein Gefährte. Zumindest, da bin ich mir sicher. Er starb in einer der Fallen. Ich sah, wie er blutete, wie
Er wie die anderen blutete. Und ich rannte, ich hatte Angst. Wisst ihr, wie es ist, wenn man Angst hat? Ich dachte, die Tür hätte mich verlassen. Das stimmte aber nicht. Ich hatte ihn verlassen. Es gibt jetzt keinen Funken der Göttlichkeit mehr in mir. Es gibt keinen Gott in der Wüste. Hier ist alles tot, versteht ihr?